1942, Stalingrader Schlacht. Die Wehrmacht will das linke Ufer des Wolga einnehmen, um zum Kaspischen Meer zu kommen. Dort gibt es enorme Erdölvorkommen. Die Rote Armee leistet erbitterten Widerstand. Es wird um jeden Stadtteil, um jede Straße, um jedes Haus gekämpft. Zum November 1942 sammelt das sowjetische Kommando bei Stalingrad große Angriffsgruppen. Mit enthalten sind über 1 Million Personalbestand, über 1.500 Panzer, 1.350 Kampfflugzeuge und 15.500 Geschütze. Alles ist bereit für den entscheidenden Gegenschlag. Am 19. November um 7:30 Uhr ertönt das Donnern der Artilleriegeschütze, das über den Angriff, der begonnen hat, informiert. Auf die deutschen Stellungen wird das Feuer der Südwest- und der Donsker Front gestürzt. Am 20. November gehen auch die Kräfte des Stalingrader Front in Angriff über. Am 23. November werden deutsche Kräfte in Stalingrad eingekesselt. Den Erfolg der Roten Armee sicherten in vielerlei Hinsicht die gute Arbeit der sowjetischen Artillerie. Bei dieser Schlacht zeigte die Artillerie ihre Wichtigkeit für den Krieg. Der 7. November, der Tag, an dem die Offensive begann, wird von der sowjetischen Regierung zum Tag der Artillerie ernannt. Der Begriff der Artillerie ist weitreichend. Erstens ist es eine Bodentruppengattung. Zweitens ist es eine Waffengattung. Drittens ist es eine komplexe Wissenschaft. Artillerie als eine Bodentruppengattung besteht aus Verbänden und Einheiten, die mit Artilleriegeschützen, aber auch mit Kettenfahrzeugen und Selbstfallerfetten bestückt sind, Kommunikation und Aufklärungsmittel besitzen und mit Feuerleitmitteln ausgestattet sind. Zu ihren Aufgaben gehört die Vernichtung von gegnerischen Soldaten und Feuermitteln, die Vernichtung der Boden- und der Luftseele und vieles mehr. Die Artillerie beinhaltet verschiedenste Geschütze für verschiedenste Zwecke. Darunter sind Haubitzen, Mörser, Kanonen. Ohne Artilleriebewaffnung kann man sich heutzutage keinen Panzer, Kampfschiff oder Kampfflugzeug vorstellen. Die Salvenfeuersysteme Katyusha oder die modernen Grad gehören auch zur Artilleriewaffengattung. Schließlich ist Artillerie auch eine Wissenschaft. Die Wissenschaft über Ballistik, Schießpulver und Munitionstypen. Die Wissenschaft über den Aufbau von Artilleriesystemen und ihren Kampfeinsatz. Die Erschaffung eines modernen Geschützes ist nicht möglich ohne Basiswissen in Chemie, Physik oder Mathematik. Wie man sieht, ist Artillerie vielfältig. Reichhaltig ist auch ihre Geschichte. Das ist Sankt Petersburg. Hier am Ufer des Flusses Neva liegt der Kreuzer Aurora an. Im Jahre 1917 eröffnete ein Schuss von diesem Kreuzer ein neues Kapitel in der russischen Geschichte. Die Peter- und Paul-Festung. Die hier aufgestellten Geschütze geben jeden Tag um Mittagszeit einen Schuss ab. Neben der Festung befindet sich das Militärhistorische Museum der Artillerie, der Ingenieurs- und Verbindungsstreitkräfte. Hier befinden sich einzigartige Exemplare der Artilleriebewaffnung. Das Museum wurde gegründet nach einem Erlass des Peter des Großen im August 1703. Ein seltenes Exponat. Ein altertümliches russisches Geschütz des 14. Jahrhunderts. Das hier ist eine Pischal der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie wurde von einem russischen Großmeister Andrei Tschochow erschaffen. Dieser erschuf auch die berühmte Zarkanone. Einhorn, ein Muster aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Solche Geschütze wurden in der russischen Armee über 100 Jahre lang eingesetzt. Viele der alten Geschütze kann man nur in diesem Museum sehen. Die Geschichte der Artillerie begann vor mehreren Jahrhunderten. Kanonen erschienen lange bevor es das Wunder des Kinematograph gab. In diesem Sinne
hatten Flugzeuge und Panzer mehr Glück. Es gibt Filmaufnahmen von den ersten Flugzeugen und von den ersten gepanzerten Kampfmaschinen auf Ketten. Hier im Himmel einer der besten Jagdflugzeuge des Ersten Weltkriegs, der deutsche Fokker D7. Und hier der erste Serienpanzer der Welt, der britische Mark I. Anfang des 20. Jahrhunderts begann die Geschichte der Flugzeuge und der Panzer. Doch die Artillerie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Die Vorläufer der Artillerie waren Wurfmaschinen. Ihre Notwendigkeit kam auf mit dem Erscheinen der befestigten Städte und Festungen. Mit Hilfe dieser Maschinen wurden die Mauern zerstört und der Feind hinter den Mauern bekämpft. Natürlich konnte man die Mauern auch mit einem Rammbock zerschlagen. Doch das gelang nicht immer. Ein Graben vor der Mauer konnte auch zu einem ernsthaften Hindernis werden. Die Wurfmaschinen konnten aus mehreren hundert Metern Beschuss des befestigten Feindes führen. Als Geschosse dienten Steine, Baumstämme und Pfeile. Die ersten Erwähnungen dieser Maschinen gehören zum 4. Jahrhundert vor unserer Zeit. Zum Werfen von Geschossen wurde bei diesen Maschinen das angespannte Seil oder ein Gegengewicht benutzt. Die Maschinen wurden nach dem Prinzip des Schießens unterschieden. Zum Beispiel Ballista, sie erinnert an eine große Armbrust. Sie schossen, wie man heute sagen würde, im direkten Richten. Sie dienten hauptsächlich der Zerstörung von Mauern. Katapult wurde verwendet, um Geschosse über die Mauern zu werfen. Um diese Maschinen zu laden, brauchte man große physische Kraft. Es mussten die Seile angespannt werden, um Energie zu speichern, die zum Werfen der Geschosse verwendet wurde. Wer weiß, wie der weitere Entwicklungsweg der Artillerie aussehen würde, wenn nicht noch eine Erfindung der Menschheit wäre. Und zwar das Schießpulver. Eine der Theorien besagt, dass Schießpulver in China erfunden wurde. Die andere Theorie sagt in Indien. Zum ersten Mal wird Schießpulver im 10. Jahrhundert erwähnt. Die Chinesen vermischten Salpeter und Holzkohle und bekamen ein Gemisch, das sie zum Herstellen von Feuerwerken und Neujahrsknallern nutzten. Beim Verbrennen erzeugt Schießpulver sehr viele Gase. Wenn man die Pulverladung in einem geschlossenen Raum platziert, wie zum Beispiel ein Geschützrohr, so werden die beim Verbrennen des Schießpulvers erzeugten Gase einen Druck in alle Richtungen ausführen, aber auch auf den Unterboden des Geschosses. Das Geschoss wird mit einer enormen Geschwindigkeit aus dem Geschützrohr rausgeworfen. Waffen, die dieses Prinzip nutzen, nennt man Feuerwaffen. Heutzutage ist das schwierig zu sagen, wer als erstes darauf kam, Schießpulver zum Abfeuern von Geschossen zu nutzen. Aber es ist bekannt, dass ab Mitte 14. Jahrhundert die alten Schleudermaschinen allmählich von den neuen Feuerwaffen zurückgedrängt wurden. So wurde durch die im Schießpulver enthaltene Energie und den Wunsch des Menschen, seinesgleichen zu vernichten, eine neue Epoche in der Waffenentwicklung eröffnet. Tüfek, die älteste russische Feuerwaffe. Der Name kommt aus dem türkischen Tüfenk, was Gewehr bedeutet. Es wurde mit Schrott und Steinchen geladen. Das Pulver wurde durch die Zündöffnung angezündet. Bischals, ein weiteres Beispiel für altertümliche russische Artillerie. Man nimmt an, dass diese Bezeichnung mit dem lateinischen Pistola zusammenhängt, was Rohr bedeutet. Sie schossen mit Steinkugeln. Es ist klar, dass die ersten Geschütze weit davon entfernt waren, perfekt zu sein. Sehr oft wurden die Rohre aus einzelnen Eisenstreifen zusammengeschweißt und mit Eisenstreifen verbunden. So ein Schießrohr war nicht sehr fest. Etwas zu viel Pulver und das Rohr könnte in Stücke gerissen werden. Die Krieger hatten Angst vor den neuen Waffen. Sie versuchten, sich fernzuhalten davon.
Nach einem Schuss blieb Salpetergeruch über. Das bedeutete für einen mittelalterlichen Menschen die Anwesenheit des Teufels. Das führte nicht zur Steigerung der Popularität der Waffe. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts wurden die meisten Geschützrohre aus Bronze gegossen. Diese waren wesentlich fester und sie zerrissen wesentlich seltener. Bei der Herstellung achteten die Meister auf die Qualität und auf die Schönheit der Geschütze. Hier ist ein Beispiel für ein solches Geschütz. Es ist eine Gaufnitze des 16. Jahrhunderts, ein Vorläufer der modernen Haubitze. Sie wurde vom Meister Ignati erschaffen. Das Rohr ist mit Ornament bedeckt. An der Mündung ist ein gegossener Kranz. Am Rohr gibt es eine Aufschrift mit der Unterschrift des Autors. Die meisten haben auch Neuerungen eingeführt, wie ein Zielkorn. Die Entwicklung von Radlafetten erlaubte es, die Geschütze im Feld einzusetzen. Das Rohr wurde auf der Lafette mit der Hilfe von Zapfen befestigt. Das vereinfachte das Zielen. Ende 15. Jahrhunderts wurde in Moskau das Geschützhaus gebaut. Bald wurde es zum Geschützhof erweitert. Es war die erste staatliche Kanonenfabrik in Russland. In der Fabrik gab es Schmelzöfen, Schmieden und Gießzechen. Genau hier hat der Meister Andrei Tschochow im Jahr 1586 die berühmte Zarkanone erschaffen, die man heute auf dem Kremlgelände in Moskau bewundern kann. Die Schießkugeln, von denen jede circa eine Tonne wiegt, kamen erst bei der Ausstellung hinzu. In Wirklichkeit sollte die Kanone mit kleinen Steinteilchen schießen. Ein großer Nachteil der alten Geschütze war, dass diese durch die Mündung geladen werden mussten. Zuerst wurde die Pulverladung in Säckchen reingesteckt und mit einem Stößel nach hinten geschoben. Dann kam die Kugel rein. Dabei musste der Ladeschütze in voller Körpergröße stehend mit dem Rücken zum Gegner sein. Nach dem Schuss musste das Rohr gereinigt werden. Heutzutage werden nur noch manche Mörser durch die Mündung geladen. Die meisten Geschütze werden von hinten geladen. Dazu braucht man einen Verschluss. Im 15. Jahrhundert kam man die ersten Geschütze mit einem zugestellten Boden. Im 16. und 17. Jahrhundert haben die russischen Meister bereits die Vorläufer der heutigen Verschlüsse erschaffen. Das ist ein Kolbenverschluss und das hier ist ein Keilverschluss. Damals gelang es nicht, die Herstellung der Hinterladerkanonen zu organisieren. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts werden die Verschlüsse zu einem festen Bestandteil der Kanonen. Im Jahre 1880 besuchte der größte europäische Kanonenhersteller, Alfred Krupp, unser Militärartilleriemuseum. Bei diesem Geschütz stand er fast 4 Stunden lang. Er wollte es abkaufen für eine beliebige Summe Geld. In Europa zählte Krupp zu den Erfindern des horizontalen Keilverschlusses. Doch bereits Mitte 17. Jahrhunderts hat ein unbekannter russischer Meister ein Geschütz angefertigt mit einem horizontalen Keilverschluss. Vor uns ist eine Kanone, die von hinten geladen wird. Es ist eine Pischal des 16. Jahrhunderts. Sie heißt die Drei-Gift-Nathan und ist in Form von 3 Schlangen ausgeführt, die sich in den Schwanz beißen. Einmal beim Schuss blieb die Bleikugel im Lauf stecken. Dort blieb sie für immer. Die Entwicklung der Artillerie kann man nicht separat von der Entwicklung der Armee betrachten. Die Vorläufer der modernen Armee in Russland waren die Schützenregimenter. Sie wurden von dem Iwan IV. Mit dem Spitznamen Iwan der Schreckliche Mitte des 16. Jahrhunderts erschaffen. Davor wurden die Militärverbände nur für die kurze Zeit des Krieges gebildet. Jedes der Schützenregimenter besaß eine eigene Uniform.
Jedes Regiment musste mehrere Geschütze besitzen. Zur gleichen Zeit erscheint das Wort Puschkar, was Kanonier heißt, in den Dokumenten. Kanonier war ein speziell ausgebildeter Mann, der das Schießen mit der Kanone durchgeführt hat. Der Begriff Kanonier erscheint zum ersten Mal Anfang 16. Jahrhundert. Vorher wurden die Kanonen im Gefecht von den Meistern bedient, die sie produziert haben. Kanoniere waren speziell ausgebildete Männer, die das Laden und Schießen mit den Kanonen gelernt haben. Für gewöhnlich wurden die Kanonen von ein bis zwei Kanonieren und ihren Helfern bedient. Große Belagerungsgeschütze wurden von drei bis vier Kanonieren und ihren Helfern bedient. Im heutigen Verständnis waren Kanoniere die Offiziere der damaligen Zeit. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es keine Standards für die Fertigung der Geschütze. Die Meister bauten nach eigenen Ermessen. Gegen 16. Jahrhundert wurde versucht, nur bestimmte Kaliber zu bauen, um die Produktion der Munition zu erleichtern. Technische Zeichnungen wurden eingeführt. Im 17. Jahrhundert wurden 14 Standardkaliber der Artillerie festgelegt. Die Vereinheitlichung ist sehr wichtig für die Armee. Auf den Rohren wurde jetzt nicht nur der Name des fertigenden Meisters und das Herstellerjahr angegeben, sondern auch die Länge und das Gewicht der Kanone. Zum Beispiel lautet die Aufschrift auf diesem Rohr wie folgt: Gewicht 77 Pud und 10 Pfund. Die Länge 2 Kaliber. Pud ist ein altes russisches Gewichtsmaß, das ca. 16 Kilogramm gleicht. Altrussischer Pfund beinhaltet ca. 400 Gramm. Große Veränderungen in der russischen Armee brachte Peter der Erste mit sich. Zu seiner Zeit erweiterten sich die Grenzen des russischen Reiches sehr stark. Diese Erweiterung lief nicht immer friedlich ab. Für die Realisierung seiner Pläne brauchte Peter eine starke und effektive Armee. Peter der Große ist vielen bekannt als der Vater der russischen Flotte. Auf seinen Befehl hin wurden in kürzester Zeit auf dem Asowschen und Baltischen Meer ganze Geschwader von Kampfschiffen erbaut. Auch zur Artillerie hatte Peter viel beigetragen. Möglicherweise begann seine Liebe zur Artillerie bereits in früher Kindheit, als er von seinem Vater eine kleine Kanone geschenkt bekam. Sie war nur einen halben Meter hoch und wog 9 Kilogramm. Ein schönes Rohr aus Bronze, eine Lafette aus Eiche, aber es war kein Spielzeug. Die kleine Kanone konnte tatsächlich schießen. Die kleine Kanone stand im Dienste der Spaßstreitkräfte des jungen Imperators. Der wichtigste Grund, warum Peter die ganze Armee verändern wollte, war die Niederlage gegen Schweden im Jahre 1700. Das geschah bei der Stadt Narva. In dieser Schlacht gaben die meisten russischen Geschütze nicht einen einzigen Schuss ab. Von 44.000 vorhandenen Kugeln passte nur ein Drittel zu den vorhandenen Kanonen. Auf Peters Befehl wurde die Feldartillerie zu Artillerieregimentern zusammengefügt. Nur 12 Kalibern wurden zu Standard festgelegt. Die Kanonen wurden jetzt genau unterteilt auf Kanonen, Haubitzen und Mörser. Damals wurden die Geschütze in Abhängigkeit nach verwendeter Munition unterteilt. Die Kanonen schossen mit Kartätsche oder Kugeln. Haubitzen schossen mit Kartätsche oder Granaten. Mörser schossen mit Bomben. Kartätsche ist mehrere Dutzend Eisen- oder Bleikugeln, die in einem Säckchen oder einem metallischen dünnen Hülle verbunden sind. Kugel ist ein rundes, nicht explosives Geschoss, das aus Stein oder Eisen gefertigt wurde. Granaten und Bomben sind runde, innenleere, mit Pulver gefüllte Geschosse. Granaten sind Explosivgeschosse mit einem Gewicht bis zu einem Pud. Bomben sind Explosivgeschosse mit einem Gewicht über einen Pud. Auf Peters Befehl wurden im ganzen Land Fabriken zur Fertigung von Feuerwaffen erbaut. Aus Bronzemangel befahl Peter im ganzen Land, die Kirchenglocken zu Geschützen umzuschmelzen. Peter verstand, dass es nur sehr wenig Zeit hat.
Russland befand sich bereits seit 9 Jahren im Kriegszustand mit Schweden. Es nahte der Tag der entscheidenden Schlacht. Dieser Tag kam im Sommer des Jahres 1709. Ort des Geschehens ist eine Ebene, 5 Kilometer weg von der Stadt Poltawa in der heutigen Ukraine. Um den Schweden den Weg zu versperren, befahl Peter die Errichtung von Redouten. Dort wurden ca. 5000 Soldaten und 16 Geschütze platziert. Unmittelbar dahinter stand die Kavallerie und dahinter die Hauptkräfte der russischen Armee, die auch 100 Kanonen beinhalteten. Auf der Seite der Schweden griffen ca. 16.000 Mann Infanterie und Kavallerie an, aber sie hatten nur 4 Geschütze. Die Schlacht begann am Morgen des 27. Juni. Zum Preis hoher Verluste haben die Schweden die Verteidigungsstellungen überwunden und fanden sich auf einer Ebene vor dem russischen Lager wieder. Die Kräfte des Karl des 12. formierten sich neu und setzten die Bewegung fort. Als die Schweden im Schussbereich waren, gaben die Russen eine Salve aus 72 Geschützen ab. Schweden erlitten hohe Verluste, aber bewegten sich dennoch nach vorn. Die russische Infanterie griff an und es kam zu einem Nahkampf. Die Artillerie erwies sich in dieser Schlacht als entscheidend. So bewertete Peter der Große die Ergebnisse der Schlacht. Peter schätzte die Tapferkeit seiner Kanoniere. Viele von ihnen bekamen verschiedene Belohnungen und Medaillen. Der Leiter der Artillerie, Jakob Brüss, bekam den höchsten Orden Russlands, den Orden des heiligen Andreas des Erstberufenen. Anlässlich des Sieges über Schweden bauten die Kanonenmeister in Tula eine Paradekanone und schenkten sie dem Zaren. Diese steht immer noch im Artilleriemuseum in St. Petersburg. Mitte des 18. Jahrhunderts haben die russischen Wissenschaftler eine Reihe von Versuchskanonen entwickelt und vorgeschlagen. Damit wurde versucht, die Feuerkraft und die Feuerrate zu steigern. Das ist ein solches Muster. Diese Kanone wurde 1722 gegossen. Sie sollte gleichzeitig 3 Kugeln abfeuern, die mit einem Stoff verbunden und auf einem hölzernen Unterboden platziert wurden. Das hier ist der Vorläufer des Systems des Salvenfeuers. Diese Mörserbatterie besitzt 44 Läufe. Diese sind auf einem Eichenkreis platziert und durch Kupferscheiben in mehrere Sektionen zu je 5 bis 6 Geschütze unterteilt. Die Salve einer Sektion wurde durch eine gemeinsame Zündvorrichtung gewährleistet. Nachdem eine Sektion gefeuert hatte, drehte sich der Kreis und es feuerte die nächste Sektion. Der Autor dieser Konstruktion ist Andrei Nartow, Mitglied der Russischen Wissenschaftsakademie und persönlicher Schlosser des Peter des Großen. Das System wurde aber nicht in Dienst gestellt. Beim Feuern konnten die Funken von einem Zünder das Pulver des nächsten Zünders vorzeitig entzünden. Das würde zum vorzeitigen Schießen führen. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde ein Geschütz erschaffen, das in der russischen Armee über 100 Jahre lang in Dienst stand. Es wurde von den Offizieren des St. Petersburger Artillerielabors entwickelt. Sie hießen Michael Danilov und Matvei Martinov. Das Projekt wurde von Graf Schuwalow kuriert. Auf seinem Wappen war ein Horn abgebildet. Dieser schaffte es dann auf das Geschützrohr. So wurden die Geschütze auch genannt Einhorn. Die Konstruktion des Einhorn beinhaltete eine interessante Neuerung. Die Ladekammer hatte eine konische Form. Dank dem lag die Kugel besser in der Mitte des Rohres. Die Spalten zwischen den Rohrwänden und der Kugel waren minimal. Das verbesserte die Schussweite und die Streuung um fast das Doppelte. . 1756 wurde Graf Schuwalow zum Generalfeldzechenmeister ernannt.
Er wurde also zum Chef der Artillerie. Auf seinen Befehl hin wurde 1760 dieser Wagen erbaut. Es war das Denkmal für die russischen Artilleristen, die sich im Laufe des Siebenjährigen Krieges bewährt haben. Der Wagen ist mit Geschützrohren, Kugeln und Granaten geschmückt. Vorne ist ein zweiköpfiger Adler angeordnet. Hinten ist die Skulptur der Göttin Venera. Im antiken Rom war Venera die Göttin der Weisheit, des Wissens und des fairen Krieges. Der Wagen sollte den Artilleriebanner auf den Paraden führen. Auf dem Banner steht die Aufschrift »Bewacht und schreckt ab« in Latein. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dieser Banner zum Banner aller russischen Artillerie. Die nächsten ernsthaften Veränderungen in der russischen Armee brachte der Imperator Pavel I. Auch die Artillerie wurde während seiner Regierungszeit verändert. Pavels Änderungen betrafen praktisch alle Bereiche der russischen Artillerie. Zum Beispiel wurden die Leitungsstellen der Artillerie angepasst. Neue Waffen wurden eingeführt. Das sogenannte Geschützsystem des Jahres 1797, die Farbe der Lafetten wurden von Rot auf Grün verändert. Die Uniform der Artilleristen wurde ebenfalls von Rot auf Grün geändert. Die Struktur der Artillerieverbände hat sich auch verändert. Vorher wurden Artillerieeinheiten nach der Menge des Personals berechnet. Bei Pavel wurde zum Standard eine 12-geschützige Artilleriekompanie. Ihnen wurden Pferde zugeteilt, das heißt, sie wurden jetzt zu selbstständigen mobilen Verbänden. Viel Aufmerksamkeit wurde der Ausbildung der Artilleristen gewidmet. Ein Feldgeschütz sollte in 10 Sekunden von Marsch in Gefechtsposition gebracht werden können. Dem Kanonenpersonal wurden Nummern zugeteilt. Je nach Nummer gab es unterschiedliche Pflichten. Die einen mussten das Rohr reinigen, die anderen mussten das Rohr laden. Andere mussten die Kanone auf das Ziel richten und den Schuss ausführen. Außerdem wurden bei Pavel die sogenannten Kommandowörter festgelegt. Alexei Aratschew, russischer General, Graf. Mit seinem Namen hängen viele Reformen in der Artillerie Anfang des 19. Jahrhunderts zusammen. Zu seiner Zeit wurde das Abzeichen der Artillerie eingeführt, zwei überkreuzte Kanonenrohre. 1802 hatte er eine spezielle Kommission geleitet. Zur Aufgabe seiner Kommission gehörte unter anderem die Entwicklung neuer Kanonen. Es gab keine revolutionären Neueinführungen. Es wurde nur versucht, die maximale Vereinheitlichung der Feldartillerie zu erreichen. 1805 wurde ein Artilleriesystem eingeführt. Die Kanonen in diesem System hatten einheitliche Rohr- und Lafettenform. Die Lafetten konnten untereinander ausgetauscht werden. Von 12 existierenden Kalibern blieben nur 4. Es wurden spezielle Munitionskisten eingeführt. Noch ein charakteristisches Merkmal der Zeit. Von den Rohren verschwanden verschiedene Verzierungen und Ornamente. Die Schönheit wurde wegrationalisiert. Mit den Kanonen solcher Typen ging die russische Armee durch die Napoleonkriege. Im Jahre 1812 zählte die russische Armee 1620 solche Kanonen. Personalbestand 52.000 Artilleristen. Am 7. September 1812 fand bei dem Dorf Borodino eine der größten Schlachten in der Geschichte Russlands statt. Hier trat die russische Armee gegen die Napoleonsarmee in die entscheidende Schlacht. Auf diesen Bildern sehen Sie die 100-Jahresfeier der Schlacht von Borodino. Bis zum Überfall auf Russland hatte Napoleon Bonaparte fast alle europäischen Länder bezwungen. Seine Pläne galten dem Osten. Die Artillerie muss sich opfern, so besagte ein Befehl von General Kutaisew vor der Schlacht. Der Oberkommandierende der russischen Artillerie, General Kutaisew, fiel am Höhepunkt der Schlacht.
Die Gesamtzahl der Geschütze bei der Schlacht von Borodino war enorm. Es waren über 1000 Geschütze. Nach der Schlacht von Borodino waren die Kräfte von Napoleon gesunken. Es konnte keine Rede mehr von Russland-Eroberung sein. Jedes Jahrhundert hat seinen eigenen Napoleon. Im 20. Jahrhundert brannten die Flammen des Krieges erneut auf. Der Krieg erhielt ein neues Beiwort: Welt. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Diese Kriege wurden die blutigsten in der gesamten Menschheitsgeschichte. Auch die Artillerie veränderte sich. Die Glattrohrkanone wurde durch Kanonen mit gezogenem Lauf, die von hinten geladen werden konnten, abgelöst. Die veralterten Kugeln wurden durch lange Granaten abgelöst. Optische Visiergeräte wurden entwickelt. Neue Waffenarten und neue taktische Gefechtszüge wurden entwickelt. Es gab neue Schlachten, neue Niederlagen und neue Siege.